Buenos dias. Wir sind im Celerist Park in Crystal Palace. Ich weiß gar nicht, ob die Stadt auch Crystal heißt oder Crystal Palace oder what the heck auch ever. Wir sind auf jeden Fall im Emirates FA Cup. Auswärtsspiel. Das letzte Spiel war ebenfalls gegen Crystal Palace. Haben wir mit 2:0 gewonnen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ist jetzt schon wieder fast anderthalb bis zwei Wochen her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Ich sehe gerade, ich habe Adebayor vorne drin. Kein schlechter Mann, den haben sie dann wohl von Tottenham gekauft. Irgendwann. Aber ohne große Umschweife, es geht los mit FIFA 16 mal wieder. Alter, ist schon so lange her, dass ich aufgenommen habe. Kaum fange ich an, fängt es an zu ruckeln. Also das ist... Moment! Also wir versuchen das jetzt erstmal. Wir versuchen das jetzt erstmal wunderbar aufzunehmen. Vielleicht brauche ich ja nur eine kleine Anlaufzeit. Das kann ja alles sein. Zaha haben wir jetzt erstmal hier bei die rechte Seite. Ich bin übrigens heute mit der guten B11. Die spielt ja immer in den Unterwochenspielen. Und hier haben wir eine missglückte Flanke. Das sollte eigentlich eine Schuss-Pass-Antäuschung werden. Ist es dann aber nicht geworden. Uloa. Rechter Pass. Kelly dazwischen. Habe ich da gerade Martin Harnik gelesen? Oder einfach nur halt Harnik und bin davon aus, dass es Martin Harnik ist. Oh, Rode. Die Ballannahme war nicht besonders gut. Adebayor. Ball nach oben zu Bolasie. Und der Ball ging ins Aus. Simpson. Na? Bolasie. Friars, oder wie auch immer der Name da ausgesprochen werden soll. Uloa. Ah, der ist nicht schnell. Müssen wir hier irgendwann Umweg über Schlupp. Gray. Gray hat Tempo und Gray hat einen guten Schuss. So, oh, Latte. Und jetzt. Na, gehalten. 10 ist noch heiß. Uloa legt zurück zu Sebastian Rode. Knappe 10 hier. Der war wirklich knapp. Zaha. Kelly. Handeland. Gute Handeland. Hangeland. Wieder der Kelly. Da ist der Gray. Christian Gray. Und er macht einen Fehlpass. Ich weiß gar nicht, wie das... Oh, das ist natürlich auch eine interessante Variante gewesen vom Pass her. Aber die Ecke nehme ich gern. FA Cup ist immer recht schwer. Oh, aber da ist das 1:0. Robert Huth. Der deutsche Mann schießt das Tor, beziehungsweise köpft das 1:0. Wunderbar. Ecke auf den kurzen Pfosten. Robert Huth mit seiner Stämmigkeit setzt sich dadurch. Da steht zwar einer auf der Linie, aber genau zwischen Spieler und Torwart durch. 1:0. Robert Huth. Mit Huth. Huth heißt das, Junge. Uloa. Und jetzt kommen wir. Flank direkt, jawohl. Kopfball, nee. Aber es geht noch weiter. Gray. Und Rode. Wieder aus der Distanz. Aber der war ein bisschen weit daneben. Jetzt Crystal Palace. Mittellinie. Ball verloren. Gray. Uloa. Und Fehlpass. Und wieder Ballbesitz für Crystal Palace, die das Ganze sehr, sehr defensiv heute angehen. Kaum mal ein Angriff nach vorne, kaum eine Möglichkeit. Generell auf meinem Zettel hier, meinem
nicht existierenden Stichzettel, den ich mir immer setze, um Sitz zu schreiben, steht noch keine Chance für Crystal Palace. Bislang nur Ballbesitz. Aber jetzt vielleicht. Bolasi. Er ist den Ball sehr weit vor. Simpsons ist... Simpsons, genau. Simpson ist da. Ah, Gray kommt da nicht ran. Kelly. Zaha. Wieder Kelly. Und gut gemacht. Vor Adebayor. Konter. Uloa. Loa auf Okazaki. Okazaki. Simpson! Ah, schade. Gute Chance für den Rechtsverteidiger. Und da ist Halbzeit 0-0. 1-1-0 für uns natürlich. Hier im Spiel. Nochmal auf die Ersatzbank, können wir noch wen bringen? Ja, also wirklich bringen muss ich jetzt niemanden. Dyer. Dyer. Dyer mit Tempo, mit Pace, mit Schuss, aber vorbei. Simpson. Oh, Fehlpass von Simpson. Bolasi. Ladley. Unaufgepasst von Simpson. Oder. Conte. Uloa. Guter Pass. Geklärt das erste. Rode. Da, schade. Da ist einer dazwischen gewesen. Das Gute ist, Crystal Palace muss jetzt kommen. Sonst scheiden sie halt aus. Und ich sehe gerade, es ist nicht der FA Cup, es ist der Capital One Cup. Ich hält. Aber der Capital One Cup ist auch ein sehr, sehr schweres Turnier. Dort sind es oftmals die kleinen Mannschaften, die einem Ärger bereiten. Ist auch im FA Cup so, aber im Capital One Cup ist es fast noch ein bisschen schlimmer. Weil da meine ich, alle Mannschaften teilnehmen dürfen. Jetzt haben wir erstmal die Chance und super verteidigt. Abstoß. Was? Mal Abstoß. Na dann halt Ecke für Crystal Palace. Geklärt. Und jetzt der Konter. Dyer. Okazaki. Dyer mit seinem Tempo. Dyer. Dyer. In die Mitte. Verpasst. Uloa legt zurück. Und Rode. Nee, das war nicht Rode. Ich weiß nicht, wer es war. Auf jeden Fall ein Schuss und gehalten vom Torwart. Wow. Passparade, Ecke für uns. Ganz frei und wieder Parade von Sparony. Nächste Ecke. Ja, wieder vom Tor hat geklärt. Morgan. Konter. Okazaki, Konter. Flanke, abgefälscht, geklärt. Rode setzt unter Druck, bringt aber nicht viel. Der Pass kommt trotzdem an. Kelly, hoher Ball nach vorne. Zaha, Bolasi. Und Schlupp am Ende. Jetzt der Konter, Gray. Gray, der ist schnell. Oh, der ist schnell, der Gray. Oh, das ist ein Foul, das ist ein Foul. Alter, das ist aber sowas von Foul. Da kannst du sagen, was du willst. Gelb obendrauf. Für Mile Jedinek. Und jetzt der Freistoß. Mal gucken, wer ihn schießen kann hier. Keine wirklich guten Abnehmer hier. Boah, okay, Uloa ist der Beste. Na, Uloa, zeig, was du kannst! Naja. Immerhin hat er ihn aufs Tor gebracht. Und der Torwart musste eingreifen. Dyer. 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 Flanke! Kommt bei keinem an.
Oder? Gewinnt nicht das Kopfballduell. Schlupp, 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 schlupp. Kriegt ihn nicht mehr. Einwurf. Ah. Zaha, immer noch Zaha mit einem Sololauf. Geklärt. Vier Platz. Ludaya und Kontersituation. Uloa. Und das muss es doch jetzt sein. Gray, Gray. Gray mit dem 2:0 und der Entscheidung. 89. Minute. Leicester City eine Runde weiter. Höchstwahrscheinlich. Da waren sie dann zu offen. Und dann ist das eine leichte Sache für Gray. Schön unten links rein. Keine Chance. Spurney im Tor. Mal schauen, ob Crystal Palace noch irgendwas macht. Vielleicht kriegen wir nochmal einen Konter. Nachspielzeit läuft. 3 Minuten, sagt der vierte Offizielle. Und das sieht doch ganz so aus, als könnten wir noch was hier bekommen. Nein, kriegt er noch den Fuß dazwischen. Vielleicht so? Nein, kriegt er wieder einen Fuß dazwischen. Und das war's. 2:0 gegen Crystal Palace. Hier in Crystal Palace gewonnen. Eine Runde weiter im Capital One Cup. So kann das auch laufen. Cardiff hat gegen Arsenal in der 50 Minuten hintergelegen. So, also Cardiff draußen, Aston Villa weiter. West Ham weiter, Swansea weiter, Man City weiter im Topspiel. Und die anderen spielen noch. So, nächstes Spiel ist gegen West Bromwich Albion. Wir haben E-Mails. Interessiert mich nicht. Nö, mach ich nicht. Ich lasse jetzt hier die Top 11 hier spielen, die hier. Ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen West Bromwich Albion. Tschüss.